Geht der Wels oder geht er nicht? Das ist die große Frage und der stellen wir uns. Setup ist wieder zusammengetüdelt. Wir haben es 23 Uhr. Zeit fürs Welsangeln. Also, heute im Stream schon getestet vom Land aus. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, Alter, direkt rein in den Kahn, ab ins Boot und dann nochmal testen hier auf Wels. Und ich bin super gespannt, jetzt hier das Setup nochmal ein bisschen größer zusammengebaut, nochmal ein bisschen mächtiger und ich hoffe hier auf Wels der ganz besonders großen Art, denn die Welse ballern gerade ganz gut rein. Wir gucken nochmal schnell, bevor wir hier richtig in den Jig kommen, in die wöchentlichen Rekorde, die halt schon übelst gut aussehen hier. 150 bis fast 200, also super Trophy-Gewicht, 180 Kilo. Sensationell und das alles hier mit dem kleinen Huge Minnow. 120er Minnow 07. Also ganz, ganz simples Setup eigentlich. Simpler Köder und ich hoffe hier einfach auf die ersten Brocken. Da geht er rein. Der erste Brocken ist dran. Irgendwas Lüttes. Ich bin hier mit komplett übertriebenem Setup. Gerade vom Land aus noch probiert mit Stationärrolle, mit der großen Turion. Und jetzt geht es einfach übertrieben hier rein mit der Konventionalrolle. Und damit sollte doch der Zander gut reingehen. Ach nee, wir waren ja auf Wels. Naja, gut. Zander nehmen wir natürlich auch gerne mit. Lohnt sich, ist kohlemäßig sensationell. Und ja, dementsprechend nehmen wir natürlich auch gerne jeden Zander mit. Denn ja, wie gerade schon gesagt, allein vom Silber ist das natürlich auch richtig, richtig gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ich glaube, das Boot treibt immer noch ein bisschen. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier in die Jigführung reinkomme, trotz des treibenden Bootes. Und mir fällt gerade auf, ja, klassischer Anfängerfehler. Ich stehe verkehrt rum. Ich stehe verkehrt rum, denn der Anker ist ja an der Bootsspitze. Und ich bin hier gerade in Windeseile noch hier hingebreddert, dass ich hier rechtzeitig noch ankomme, sozusagen, rechtzeitig zur Abendstunde. Im Idealfall ist man schon ab 18 Uhr am Spot und kann schon mal ein bisschen testen, schon mal die ersten Würfe rausjubeln, damit man weiß, wie das mit dem Jig läuft, wo man am besten lang jiggt und sowas. Also bloß nicht so knapp hier hin, denn dann lohnt sich das gar nicht. Im Idealfall, hier unten sind wir ja, und im Idealfall, ich würde sagen mittags spätestens losfahren, 12 Uhr mittags, losfahren. Das ist hier eine ziemlich lange Strecke hier durchgeschlängert und dann mit dem Boot Katastrophe und dementsprechend halt rechtzeitig losfahren und dann gib ihm. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Stehe ich denn so langsam in Form und in Richtigkeit? Nee, ne? Ich drehe mich immer noch mit der Strömung, die von da aus kommt und nach dahin geht. Also ich drehe mich immer noch in die Strömung rein. Dementsprechend dreht sich auch das Boot noch und dementsprechend lässt es sich ganz, ganz schwierig nur jiggen. Das ist halt alles gerade ein bisschen mies, aber das wird schon. Das wird schon. Ich mache jetzt mal Tempo 50, gehe mal jetzt schnell in den Jig rein und hoffe dadurch dann eben trotzdem noch eine richtige Jigführung hinzukriegen. So, wir sind auf dem Grund und jetzt nochmal schön. Siehst du, da haben wir die Jigführung. Und jetzt nochmal hier schön durchziehen. Ich hoffe einfach hier auf einen richtig schönen dicken Brocken. Das wäre der Oberhammer. Ich hocke im Boot. Ich habe genug Bootstickets dabei. Auch das natürlich immer super essentiell, wenn man vom Boot aus angeln will. Auf Brocken, die tendenziell auch mal viel zu groß werden können. Dann wollen wir das natürlich auch hier richtig schön mit dem Boot ausnutzen können. Also ausreichend Bootstickets dabei. Gerade vom Land aus ging es ganz gut. Es waren mehrere dabei um die 30 Kilo. Also dementsprechend war es auch kohlemäßig gar nicht so schlecht. Kann man ganz gut machen. Und ja, jetzt wie gesagt, also gerade vom Land aus war es dann von hier aus einmal, aber eben auch von hier aus gerade hochgeworfen. Also das waren so die beiden Stellen, die ich so durchgejiggt habe. Ging, aber es war halt leider nicht der richtig große Brocken dabei. So, jetzt heißt es hier wieder locker durchziehen und hoffen auf den ersten großen Einschlag. Ich glaube, das Boot ist so langsam in richtiger Position. Ich werfe einfach nochmal direkt aus
und dann gucken wir, was geht. Na, und der nächste Kleine erbarmt sich regelrecht. Aber das ist ja wirklich ein... Oder doch nicht so klein? Ein Erbarmen, wollte ich gerade sagen. Na? Nee, ist nicht wirklich groß, ne? Aber irgendwas Kleines. Also, nochmal schön rausgeworfen. Ich komme jetzt hier mit dem Setup gerade 30 Meter weit raus. Kann also schön die gesamte Rinne durchziehen. Also, das ist gar nicht so verkehrt. Aber... Ja, wir kurbeln nochmal ganz normal. Er geht nicht in die Bremse, ist also nicht wirklich groß. Und geht damit, guck mal hier, auch ganz locker rein. Ich kann einfach mal umstellen hier auf den Kraftgang. Zack, da wehrt er sich immer noch, er wehrt sich immer noch. Also machen wir dicht, Bremse zu, reinkurbeln. Lass Jon das Ganze einfach komplett übertrieben hier. Wir gucken uns das Setup natürlich gleich im Detail mal an. Wobei das Setup auch jetzt hier schon... wieder, ja, recht übertrieben ist, aber naja, wenn man den dicken, fetten Trophy-Wales haben will, nimmt man auch gerne ein übertriebenes Setup mit. Ansonsten, es gibt ja auch schon mehrere Videos auf dem Kanal zum Wales-Angeln. Mein erstes Wales-Setup hat ja ein bisschen gedauert. Das war ja eben auch hier die Ultima in Kombination mit der Wenger. Auch damit kann man ja schon richtig schön auf Wales angeln. 27 Kilo, schönes Gewicht, ganz guter Preis auch schon. Also schmeckt, und ich werfe jetzt da so rüber aus, also gar nicht so rechts rüber an die Wand, sondern wirklich in die Richtung, damit wir eben auch hier, ja, quasi hier in der Area landen. Bremse natürlich wieder aufmachen, Tempo 50 habe ich immer noch drin. Und jetzt erstmal, ja, den anderen Gang einstellen und wieder rein in den Jig. Da ist die Jig-Führung. Eine Umdrehung. Eine Umdrehung. Mittlerweile steht das Boot auch wieder richtig. Es ist, glaube ich, keine Bootsbewegung mehr. Die sind ja ganz minimal, aber führen halt dazu, dass die Jig-Führung ständig unterbrochen wird. Also, wenn man mit dem Boot nicht richtig fest steht, ist das mit dem Jiggen um ein Vielfaches schwieriger, weil das Boot eben treibt. Und man dadurch eben aus der Jig-Führung wieder rauskommt. Will man im Idealfall nicht. Und so wie es jetzt gerade steht, ist es, glaube ich, ganz gut. Heißt also, im Idealfall fährt man schon sofort so hin. Am besten noch ein paar Meter vorwärts. Dann vielleicht noch in den Rückwärtsgang hier in diese Richtung. Und dann eben Anker schmeißen und mit der Strömung zack so richtig einhaken. Und dann steht man. Dann hat man noch ein paar kleine Bewegungen. Und dann lübt das. Riesenvorteil, was ich auch gerade noch gesehen habe, ist, ich stehe ja jetzt quasi mitten im Loch. Das heißt, ich kann jetzt hier komplett durchziehen bis auf die letzten Meter und habe jetzt immer noch die Möglichkeit, dass auf dem letzten Meter hier auch immer noch einen Wales reinballert. So, neuer Abend, neue Perspektive, das Ganze einfach nochmal angegangen, aber jetzt aus der anderen Richtung, einfach nochmal richtig hingestellt, ab an die Rinne hier schön ausgerichtet und jetzt einfach nochmal gucken, was geht. Ja, 17 Uhr und tatsächlich ballert es hier auf einmal rein. Ich werfe hier die ganze Zeit durch, probiere hier die ganze Zeit verschiedene Richtungen, die ich werfen kann, um eben hier auch die ersten kleinen Wälse rauszuziehen. Und bisher bin ich, glaube ich, ganz zufrieden damit, hier mit Tempo 50 auf der Konventionalrolle. Es ist ja relativ langsam, die sind ja nicht so super schnell. Aber eben hier jetzt mit 50er Tempo mit der Strömung zu ziehen, um dann eben auch in den Jig reinzukommen. Hat gerade ganz gut funktioniert. Ja, und die ersten kleinen Wälse starten jetzt. Von da oben aus, von der anderen Richtung, war es ein bisschen schwierig. Da war es tatsächlich erheblich ergiebiger vom Land aus. Also vom Land aus, vom Ufer aus, wie gerade schon gezeigt, das ging richtig gut. Mit der Stationärrolle ist man dann auch weit genug rausgekommen. Das waren so ungefähr 75 Meter, die man weit auswerfen muss, damit man dann eben auch hier in diesen Bereich reinkommt. Also vom Land aus hier ungefähr hin sind, ja, ich sag mal so 75 Meter rund. Also die sollte man schon auswerfen können mit seinem Setup, dann klappt das. Vom Land aus oder eben hier mit dem Boot einfach rausfahren und gucken, was geht. Wie gesagt, ich bin momentan ganz zufrieden mit dem, was reingeht. Wobei halt die Anzahl noch nicht so richtig gut ist, ne? Für mich gerade das Wichtigste, erstmal testen,
in welche Richtung läuft es am besten, wie kann man locker durchjiggen. Riesennachteil natürlich beim Landangeln, das Ganze hier ist ja jetzt nicht nur eine dunkle Stelle, einen Fleck auf der Map, sondern es ist ja eine Kuhle. Und das heißt, von den Rändern runter und dann wieder rauf. Und das bedeutet, wenn wir hier runter gehen und hier wieder langsam rauf, haben wir nur einen ganz kleinen Bereich, wo wir ohne Probleme jiggen können. Also wir können, hier geht es steil runter, dann kann man hier ein bisschen jiggen und dann geht es langsam wieder hoch. Und gerade, also hier, wo man jiggen kann, super, funktioniert. Aber eben der Bereich, wo es eben runter geht, kommt man schnell wieder aus dem Jig raus, funktioniert das Jiggen nicht. In dem Bereich, wo es das Jiggen wieder hochgeht oder wo die Kuhle wieder hochgeht, die Ränder, auch da funktioniert das Jiggen wieder nicht. Und dann kann man hier oben in dem Bereich nochmal lang jiggen. Ich habe auch gerade schon überlegt, hier nochmal extra hinzugehen und dann einfach hier entlang zu werfen. Muss ich gleich nochmal gucken. Jetzt werfe ich erstmal nochmal hier in der Area lang und teste hier ein bisschen. Von oben aus habe ich es auch ein bisschen probiert, war aber nicht ganz so ergiebig. Und es war auch von der Uhrzeit her schon nicht mehr so gut. Dann habe ich gerade auch noch probiert, hier lang zu schleppen, einfach runtertreiben zu lassen. Auch immer mal wieder eine Möglichkeit, müsste ich allerdings noch mal ein bisschen ausgiebiger testen, dann vielleicht sogar mit zwei Setups links und rechts, einfach auf Grund und dann mit der Strömung hier einfach runtertreiben lassen und zurück dann hier nach oben wieder mit dem Trollinggang und dann wieder zurücktreiben lassen. Wäre vielleicht eine Option, könnte man vielleicht auch machen, wenn man zwei Setups hat, die ausreichend stark sind fürs Welsangeln. So. Jetzt haben wir hier gleich 19 Uhr, perfekte Uhrzeit. Ich werfe nochmal eben aus. Nochmal schön da hinten hin. Zack, wir landen ziemlich genau da. Jawohl, wir sind genau auf der Rinne. Und jetzt hier nochmal mit Tempo 50 einfach wieder rein in den Jig. Jetzt haben wir hier ja dann die gesamte Rinne für uns und keinen Nachteil durch die Ränder, die eben zu beiden Seiten raufgehen wieder. Das heißt, man kann hier schön in einem durchjiggen. Und da hoffe ich doch, dass da jetzt gleich nochmal ein bisschen was Großes reingeht. Na guck, und da geht er rein und in dem Moment kommt das Ticket und sagt, Alden, verlänger mal eben. Und das machen wir natürlich. Perfekt. Und es geht los hier, der Erste, der ein bisschen Bock hat. Von hier unten aus. Also wir haben es kurz vor 8. Und er lässt sich aber noch ganz gut reindrillen. Gar nicht so schwierig. Ist auch gar nicht so riesig wahrscheinlich. Den ziehen wir jetzt noch eben durch. Und die Nacht, die mache ich auf jeden Fall auch noch durch. Das Bootsticket, das nutze ich. Und ich bin halt einfach gespannt, was so geht. Ne? Also irgendwann muss man auch mal ein bisschen durchziehen und ein bisschen dranbleiben, wenn man denn die dicken, fetten Welse haben will. So, Bremse weiter rauf. Et küt, et küt, et küt. Jawohl. Na, komm ran hier. Noch auf entspannt. Man muss ja nicht immer komplett immer auf Getriebe gehen. Ganz entspannt. Wenn er ein bisschen abzieht, dann zieht er ab. Dann verbraucht er halt ein bisschen Bremse und gut ist. Siehste, geht doch hier. Der nächste Brocken. 21 Kilo. Ja, passt. Und direkt wieder raus hier. Zack, in die Richtung. Klappt wunderbar. Bremse ist offen, Tempo 50, weiter testen. Bam, es ist 9 Uhr und da ballert wahrscheinlich jetzt der letzte Fisch des Tages rein. Und es reicht auch mittlerweile. Also, im Großen und Ganzen nicht so wirklich ergiebig auf dem Boot. Es ist leider ein großer Brocken ausgeflutscht oder ein mittelgroßer, der auch gut abgezogen ist und dann ja ungefähr wie der jetzt hier erstmal ein bisschen abging und dann aber auch leider weg war. Wobei der hier könnte sogar noch ein bisschen mehr Power haben. Aber allein von der Masse her ist es das jetzt hier vom Boot aus nicht gewesen. Da ging es vom Land aus deutlich besser. Wobei es auch vom Land aus, ja, ich sag mal, die etwas größeren, um die 30 Kilo, waren es eigentlich auch nur 3 Stück. Also so richtig die großen Brocken waren leider noch nicht drauf. Ob das jetzt am Köder liegt, der ist ja relativ klein, oder ob es einfach auch am Haken, nee, am Haken kann es nicht liegen. Es liegt wahrscheinlich eher am Köder, dass eben da auch relativ viele kleine drauf gehen
denn die Huge Minnow 120, so, sind halt jetzt nicht die größten Köder, ne? Also da gibt es schon einiges mehr und einiges Größeres. Andererseits sind das die ultimativen Welsköder, die halt schon von, ja, oder seit Jahren immer wieder auch funktioniert haben, ne? Also darauf werden in der Regel die fetten Welse gefangen. Also wird schon irgendwann klappen, dass auch hier mal einer reingeht, der mal wieder so richtig Speck an den Rippen hat und den man dann auch irgendwann mal, ja, vielleicht in über 100 Kilo hier fängt. Es sind einige, wie man ja in den Rekorden gesehen hat, es sind einige große Brocken dabei. Es gehen immer wieder welche rein. Aber bei mir jetzt in den letzten Stunden war nichts Großes dabei. So, jetzt gucken wir mal eben. Einmal noch hier die Übersetzung ändern. Ich hoffe, dass der das jetzt einfach so mitmacht. Vorhin, wie gesagt, der war dann einfach weg, ist dann ausgeschlitzt. Ich hoffe, dass das jetzt bei dem hier so einigermaßen klappt, dass sich das so ein bisschen zumindest noch gelohnt hat. Von den Kohlen. So. Ich glaube, ich lasse ihn mal erstmal auf 29 noch. Und dann langsam reinkurbeln hier den Brocken. So, jetzt hat er tatsächlich noch mal ein bisschen abgezogen. Noch einmal hin und einmal her. Jawohl, genau so. Ich lasse es auch immer noch auf der 29er Bremse, kurbel aber kontinuierlich ein. Schön auf entspannt. Wenn er heftige Kopfschläge macht, dann kann er die machen. Dann kann er sich da noch mal ein bisschen rausballern. Aber im Großen und Ganzen hat er doch keine Chance. So, der ist doch nicht schlecht. Na guck, 34er noch. Speckt. Also, Resümee. Ja, kann man machen, aber man braucht trotzdem Geduld. Und es bleibt einfach ein Geduldsspiel und eine jede Menge Glück. Was ganz gut war, gerade jetzt von hier aus, also natürlich hier geradeaus durchwerfen, war ganz gut. Ich habe aber auch nach da geworfen. Und da landet man tatsächlich auch hier an der Kante. Und auch an der Kante, ich wollte zwischendurch noch eine Unterbrechung machen und sagen, Alden, auf einmal lübt es hier, dann war da der Ausschlitzer. Aber es waren tatsächlich drei nacheinander, die auch hier im Kantenbereich eingeschlagen sind. Also, es ist ein bisschen tricky, man muss wahrscheinlich die richtige Spur finden, um kontinuierlich hier was rausziehen zu können. Was ist besser vom Land oder vom Boot aus? Entspannter ist es bestimmt vom Boot aus, mit der Option im Notfall natürlich noch schön hinterher truckern zu können und immer wieder im Drill zu bleiben. Andererseits hat man natürlich auch hier vom Land aus eine ideale Kurve sozusagen, wo man eigentlich kaum einen Fisch verlieren kann und auch wenn man hier drin steht natürlich immer schön noch mitlaufen kann. Es gibt noch eine Möglichkeit, hier geradeaus sich hinzustellen. Ich glaube, hier oben irgendwo ist das, dass man dann quasi von hier aus in diese Kurve reinwirft. Ist ein bisschen tricky, kann man aber auch machen. Ich würde sagen, ja, kann man testen. Setup her, vom Setup her, ja, komplett übertrieben hier, wie gesagt, mit dem 5-0er Haken. Das Teil ist ordentlich durchgenudelt, also das hat ordentlich gelitten. Den werde ich natürlich noch komplett aufbrauchen. Aber im Großen und Ganzen bin ich so eigentlich ganz zufrieden mit der Option, eben hier Bügel zuzumachen, mit 136 Kilo dann das Ganze hier reinzuziehen. Ist natürlich entspannt. Und wenn man hier mit einem kleineren Setup unterwegs ist, klappt das mit Sicherheit auch. Man braucht vielleicht nur ein bisschen länger. Also, Petri Lümmelt, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, das gefällt mir und hilft auch noch zusätzlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.